Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir diesmal von Deepcool die Infinity Series LT720. Das ist eine 360er Wasserkühlung mit RGB-Pumpenkopf, aber keine RGB-beleuchteten Lüfter. Seht ihr ja hier schon auf der Verpackung. Das Coole ist, ich habe davon wieder zwei. Das bedeutet für euch, ihr könnt eine davon auf jeden Fall gewinnen, wenn ihr halt einfach im Video dann später kommentiert. Ich werde dann den Kommentar raussuchen und bitte tut mir den Gefallen. Macht nicht irgendwie so einen Kommentar, hallo und das war's, sondern einfach mal was Vernünftiges schreiben. Vielleicht auch mal, wie ihr diese Wasserkühlung findet, so als kleines Feedback. Das wurde mir alles bereitgestellt natürlich von Deepcool und wie gesagt, eine davon könnt ihr dann gewinnen. Wir bauen die ganze Geschichte natürlich wieder auf dem Mainboard mit dem Ryzen 5800X, damit wir da auch einfach mal ein Cinebench laufen lassen können, weil der 5.8er, wie gesagt, immer noch schwierig zu kühlen ist. Ich habe auch leider nichts Aktuelleres da. Ich muss mal schauen, dass ich mir wirklich so ein 13700K oder so besorge und dann demnächst auch noch Tests darauf mache. Wobei, wenn der hier schon gut gekühlt wird, kann man das für die meisten Prozessoren auch sagen. Es sei denn, die ziehen jetzt natürlich 300 Watt, wie so ein 12900K zum Beispiel tut. Aber ich denke, das ist immer ein guter Vergleich. Die Verpackung ist natürlich wieder typisch Deepcool. Die haben ja jetzt überall dieses Design mit diesem normalen Karton, braun und mit diesem weißen Overlay quasi. Sieht man auch bei den Netzteilen unter anderem. Schauen wir uns den Inhalt von dem Karton an, haben wir hier natürlich ganz normal den Radiator, die drei Lüfter, die dabei sind, die sind leider nicht vormontiert. Ich kenne einige Wasserkühlungen, wo es vormontiert ist, finde ich persönlich immer ein bisschen besser. Aber gut, es macht jetzt halt ein bisschen mehr Arbeit, diese 12 Schrauben da rein zu ballern. Hier haben wir den großen Pumpenkopf, der auch nochmal extra verpackt ist und hier das ganze Montagematerial. Schauen wir uns hier den Lüfter an, hat der schon mal gummierte Kanten, was ich schon mal ganz nice finde, weil natürlich die Schwingungen sonst auf den Radiator übertragen werden. Vom Anschluss her haben wir hier einen ganz normalen PWM-Anschluss, sprich wir können die gleich alle, denke ich mal, zusammenhängen über einen Adapter und dann dementsprechend auch ansteuern. Es gibt natürlich Lüfter, wenn die jetzt vor allen Dingen RGB beleuchtet sind, dann haben die einen proprietären Anschluss, das heißt, die werden miteinander verbunden, haben dann ein Kabel, was dann entweder auf eine Steuerung geht oder direkt aufs Mainboard. Hier hat man wirklich die Freiheit, einfach nur PWM-Anschluss, Thema erledigt, finde ich gut. Schauen wir uns den Radiator an, ist das halt ein ganz normaler Radiator. Der hat hier vorne auch schon so ein Ausgleichsventil, sprich da ist so ein kleiner Gummifropfen drin. Und je nachdem, ob sich die Flüssigkeit bei Wärme quasi ausdehnt, kann der da ein bisschen nachgeben. Das ist schon mal ganz cool. Hier an den Schläuchen haben wir auch diese Schlauchhalterung wieder, was ich ganz geil finde. Dann sieht das ein bisschen aufgeräumter aus, hatte ich bei der letzten Deepcool Wasserkühlung auch schon gesagt. Die Wärmeleitpaste ist auch schon voraufgetragen. Das wird natürlich hier einfach geschützt durch dieses Kunststoff, was da drauf ist. Das nimmt man dann einfach ab und packt dann hinterher den Pumpenkopf auf den Prozessor drauf. Und schauen wir uns hier die Kabel an, haben wir hier einfach nur einen ganz normalen 3-Pin-CPU-Stecker. Den können wir dann einfach so aufs Mainboard draufpacken. Und hier haben wir einen 5 Volt RGB-Anschluss. Was das Design von dem Pumpenkopf angeht, sehen wir hier noch nicht viel. Das kommt erst später, wenn die RGB-Beleuchtung dazu kommt. Ansonsten habt ihr einfach nur hier Chrom und hier so ein bisschen Anthrazit mit dem Deepcool-Logo. Aber wie gesagt, ihr werdet es hinterher noch sehen, wenn es angeschlossen ist. Ich habe jetzt gerade mal die kleine Packung, die noch dabei war, aufgemacht. Hier ist, wie zu erwarten, der Dreifachverteiler für die Lüfter. Das ist schon mal ganz geil, dass der mit dabei ist. Wäre auch scheiße, wenn nicht, muss man so sagen, wie es ist. Aber er ist mit dabei. Hier auch wieder ein Montagerahmen quasi für die Rückseite vom Mainboard. Das ist in dem Fall für Intel. Und ansonsten haben wir hier einfach das Montagematerial für Intel, AMD, diese ganzen Halterahmen. Dann haben wir hier die Schrauben für die Lüfter, die sind mit dabei. Dann haben wir hier diese Rändelschrauben, die sehr wahrscheinlich wieder mit der Pumpe verbunden werden. Alles mit dabei. Und natürlich ist auch wieder eine Anleitung mit dabei, hier in dem Fall für Intel. Hier sind die Schrauben, die benötigt werden. Und da wird dann alles schön erklärt, wie man das quasi montiert. Und hier haben wir auch direkt die Anleitung für AMD. Diese Brackets, die werden abgeschraubt. Die sind bei jedem Mainboard, was ihr so im Handel kauft, dann dabei, wenn es dann AMD ist. Und da packen wir jetzt einfach diese Abstandsschrauben drauf. Und dann gucken wir mal auf der nächsten Seite, wie es da weitergeht. Das sind einfach diese hier. 4 Stück natürlich an der Zahl. Die schrauben wir jetzt da drauf. Das hätten wir jetzt soweit erledigt. Jetzt möchten die von uns, dass wir quasi die Abdeckung runternehmen von dem eigentlichen Pumpenkopf und dann diese, ja, wie soll ich die nennen, diese Haltebleche da dran befestigen. Ich habe gerade schon gemerkt, beim Abnehmen, der wird magnetisch gehalten. Man kann den einfach jetzt so abnehmen und dann ist er ab. Wunderbar. Hier gibt es noch etwas zu beachten, sehe ich auch gerade an den Blechen. Die sind unterschiedlich groß. Ihr habt hier oben so ein dünneres und hier ein dickeres, dass ihr das dickere wirklich in Richtung der Schläuche festschraubt. Hier seht ihr es auch auf dem Bild, beziehungsweise bei mir in der Hand. Das obere ist auf jeden Fall ein bisschen dicker. Und man muss jetzt natürlich aufpassen, um da dran zu kommen, muss man hier das Kunststoff abnehmen, dann kommt man an die Wärmeleitpaste, also dass ihr euch quasi nicht einsaut. Als nächsten Step sollen wir dann einfach diesen Pumpenkopf auf das Mainboard setzen mit diesen Abstandsschrauben, die unten waren, und dann die Rändelschrauben oben drüber und dann den Deckel drauf. Und das Ganze, das ballern wir natürlich auch noch ordentlich fest, damit wir einen ordentlichen Anpressdruck haben. Am besten immer über Kreuz, dass sich der Druck so ein bisschen verteilen kann.
Und bevor ich jetzt den Pumpenkopf draufsetze, natürlich ist hier noch eine Folie drauf. Das sieht jetzt einfach nur so aus. Die ziehen wir jetzt erstmal ab. Also das ist jetzt echt spiegelblank. Behaltet das im Hinterkopf, weil ich wahrscheinlich gleich irgendwann mit meinen Wurstfingern da draufhauen werde. Und dann dementsprechend haben wir da wieder irgendwelche Abdrücke drauf. Ist mir hier schon passiert, seht ihr? Boah, der ist schon echt mächtig, ne, wenn man sich den so anguckt. Aber sieht cool aus. Mir gefällt es jetzt schon. Und das RGB ist noch gar nicht an. Jetzt schließen wir natürlich dieses Lüfterkabel bzw. Pumpenkabel, sonst ist es halt ein Lüfterkabel, bei CPU oder Pump-AIO-Gedöns an. Also das könnt ihr euch aussuchen, relativ egal. Ihr könnt das im BIOS alles ansteuern. Ich setze es jetzt einfach auf diesen Pumpenanschluss. Und dann haben wir hier noch ganz normal den 3-Pin 5-Volt ARGB-Anschluss. Den setzen wir jetzt einfach hier unten drauf. Was jetzt natürlich noch fehlt, sind die Lüfter. Die packen wir jetzt hier einzeln drauf, schrauben die einfach fest. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Das hier sind übrigens die Schrauben dafür. Die setzen wir jetzt einfach hier oben rein und drehen die fest. Die einzelnen Kabel von den Lüftern werden jetzt natürlich über diesen Verteiler angeklemmt. Und das Kabel kommt dann einfach neben den Anschluss von der CPU. Also ich habe jetzt wirklich die Pumpe bei Pumpe angeschlossen und das schließe ich bei CPU an. Darüber wird dann die Drehzahl geregelt. So, jetzt habe ich das Ganze hier auf die Testbench gepackt. Natürlich RAM, SSD, Grafikkarte, alles vormontiert dann noch, damit ihr jetzt nicht so langes Videomaterial habt. Hier vorne läuft quasi der Radiator, den habe ich jetzt erstmal so hingelegt, das macht aber keinen großen Unterschied. Und hier haben wir jetzt den Pumpenkopf. Und da seht ihr schon an der roten Farbe, das kann auch noch anders leuchten, was das Design angeht. Das schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Und wie gewohnt werden wir jetzt natürlich wieder den Cinebench machen. Ich habe hier schon Hardware Info offen. Hier seht ihr diese ganzen Temperaturen. Den werde ich gleich auch noch aufklappen, damit man die einzelnen Kerne sieht. Jetzt im Idle 24,6 Grad. Ich glaube, ich habe jetzt hier in diesem Raum 19 Grad circa. Und jetzt machen wir den Multicore-Test. So, jetzt sind wir hier in den letzten Zügen. Wir haben noch 49 Sekunden zum Laufen. Und hier sind wir so im Schnitt, im Maximum, was heißt im Schnitt, im Maximum, sind wir bei circa 79 Grad. Und das ist echt verdammt wenig dafür, dass es ein Ryzen ist. Ihr seht ja gerade hier, also der Ryzen 5800X ist halt schwieriger zu kühlen. Ihr seht hier im Durchschnitt jetzt gerade so 75,9. Also das ist echt wenig. Und von der Lautstärke her testen wir jetzt auch eben schnell noch. Mit ca. 10 cm Abstand. Ja, 46 Dezibel. Ist nicht sonderlich viel. Das ist okay. Vor allen Dingen ist die jetzt freistehend. Da muss man immer im Hinterkopf behalten. Wenn das Ganze jetzt in einem Gehäuse ist, ist es natürlich ruhiger, weil wir da noch die Wände dann haben und Gläser und so, beziehungsweise eine Glaswand. Und da wird die wohl kaum zu hören sein. Und außerdem macht die nicht ständig irgendwelche Cinebench-Runs. Aber wir warten jetzt nochmal eben ab, bis er hier fertig gerendert hat. So, der Run ist soweit durch. Wir sehen hier, wir hatten eine maximale Leistungsaufnahme von 138 Watt. Also das, was ich in der Spitze mal hatte mit dem Ding, war 144. Also 138, da bleibt er auf jeden Fall einigermaßen kühl. Maximum war 79 Grad hier vorne. Aber das ist echt gut machbar mit der ganzen Geschichte. Ich installiere jetzt schnell noch Armoury Crate für die RGB-Steuerung. Je nachdem, was ihr für ein Mainboard habt, müsst ihr natürlich schauen. Wenn ihr jetzt ein MSI habt, braucht ihr das Dragon Center. Habt ihr Gigabyte, braucht ihr RGB Fusion. Hier ist es jetzt Asus Armoury Crate. Das installieren wir jetzt, um den Pumpenkopf zu steuern mit RGB. Und wehe, irgendjemand beschwert sich jetzt wieder, dass es zu dunkel ist. Ich will euch die RGB-Beleuchtung zeigen. Hier seht ihr jetzt den Pumpenkopf in voller Aktion. Da ist jetzt so ein Rainbow-Effekt drin, ihr seht es auch. Und das Coole ist, das ist hier auch seitlich. Also nicht nur oben drauf, sondern auch seitlich. Und wenn wir von oben reinschauen, seht ihr es auch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unscharf oder so, aber oben ist es mit diesem Muster und hier. Und ihr habt so ein Infinity Mirror Design, was das angeht. Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich noch andere Farbeffekte finde, wobei ich finde den eigentlich schon ganz geil, aber ich schaue mal. Ich habe jetzt einfach mal pulsierend reingemacht. Natürlich macht der RAM jetzt auch mit, aber das Teil hier oben auf jeden Fall auch. Das macht jetzt richtig Party. Und ich habe den Rainbow Effekt jetzt noch mal ein bisschen schneller eingestellt. Das sieht auch cool aus. Das gefällt mir. Und jetzt habe ich noch einen reingemacht, der heißt Sternennacht. Also da sind wirklich einige LEDs verbaut, ihr seht es ja. Das sieht echt cool aus. Das ist mir zwar jetzt ein bisschen zu flickerig, aber ist ja eure Entscheidung, was ihr macht. Wenn wir uns die Software hier von Asus angucken, da habe ich jetzt Sternennacht reingemacht. Ihr könnt natürlich auch nach Musik das pulsieren lassen, Regenbogen, Farbwechsel und so weiter. Vorausgesetzt, ihr habt ein Asus-Board. Ansonsten nimmt ihr RGB Fusion von Gigabyte oder das Dragon Center von MSI oder so. Kommen wir nochmal zum kleinen Fazit. Also Montage easy wie immer, deep cool halt, ne? Der AK400, AK500, LS720 und jetzt auch die LT720 lassen sich super montieren. RGB ist jetzt bei der vorhanden, war ja bei der anderen Wasserkühlung nicht so, das ist auch mega, lässt sich gut einstellen. Alles easy miteinander zu kombinieren, keine proprietären Stecker oder so, sondern wirklich einzelne Stecker, die überall drauf passen.
Also ich bin happy und die Kühlleistung war auch okay auf dem 5800X. Ich persönlich würde schätzen, so ein Intel, ja, so ein 13700K wird die auch noch packen. 13900 wird schon eng, aber das ist bei den meisten Wasserkühlungen so. Ich finde es auf jeden Fall gut. Wie gesagt, wenn ihr sie gewinnen wollt, also ganz neu verpackt und verschweißt natürlich noch, dann einfach einen Kommentar da lassen und mir auch mal eure Meinung sagen, was ihr davon gehalten habt. Das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.